Alter, was geht ab, Leute? Hier auf dem Weg ein paar Pandia-Quests abholen, bevor die Rocket-Invasion anfängt. 16 bis 17 Uhr heute. An jedem Stop Team Rocket und. So eines der schlechtesten Sachen. Mein Gott. Wir holen uns mal zwei ab. Und dann ist hier auch noch direkt der nächste. Leider nicht. Das heißt, gesamt nach dem hier haben wir noch drei heute. Einen habe ich schon. Endlich! Oh mein Gott, diese Erleichterung. Da ist er. Nummer 1. Nummer 2. Letzter Versuch. Komm, direkt. Nein. Gib mir direkt Shiny. Nee. Nummer 1. Nee. Nee. Einfach nee. Nummer 2. Nee. Immer noch nicht. Nummer 3. Da vorne wäre dann noch ein Pandia. Nummer 5 für heute und. Oh, kein Problem. Nee, leider nicht. Pandia-Quest. Nee. Und? Nummer 2. Irgendwann muss er ja kommen. Irgendwann, aber noch nicht. Von dir. 2 auf Lager gerade. 2 in Bearbeitung. Und ich muss den fangen jetzt. Nee, natürlich nicht. Und letzter Versuch. Quest erfüllt. Jagd muss weitergehen. Und? Können wir hier aufhören? Nein, wir können nicht hier aufhören. Den Weg zum letzten? Nee, können wir nicht. Junge! Ich brauche keine goldenen Berge, das ist eine Quest. Oh mein Gott. Aber wenn ich schon mal hier bin, hole ich mir die Quest schon noch ab. Oh mein Gott, wir haben es endlich geschafft, Leute. Es kann aufhören. Nicht mehr jeden Tag alle Pandia-Quests abholen. Aber ich mache noch ein Video dazu. Ja, woher ich die Infos immer habe. Unsere Quest-Map. Book of Quests heißt die übrigens. Dazu mache ich noch ein genaues Video, weil da haben viele gefragt, Hong, woher weißt du eigentlich jeden Tag, wo die ganzen Pandia sind? Ihr wisst nicht, was das für eine Erleichterung ist, Mann. Diese Jagd. Das hat mich echt wahnsinnig gemacht. So wie, oh, wie heißt der Typ? Dieser Captain und Moby Dick, Mann. Oh mein Gott. Captain Ahab. Und, achso, nee. Hier ist nicht die Quest. Ich wollte mich nur in die Arena hier setzen. Und dann holen wir die Quest. Ah ja. Das war's wohl mit der Rocket-Invasion. Alter, was ist das für ein Regen, Mann. Da hilft nicht mal ein Regenschirm. Ja, mal schauen, wie viele Stops, wie viele Kämpfe ich machen kann in der Zeit bei dem Regen. Puh. Leiden, Mann. Leiden. Ich habe den Regen überlebt, teilweise, den größten Teil. Es regnet immer noch ein bisschen, tröpfelt. Ich habe erst 10 geschafft. Ich blende euch hier gleich noch die Statistik ein. Ja, der Regen hat mich jetzt krass aufgehalten. Ich war im Bus, aber der Bus war jetzt nicht so effektiv. Ich versuche jetzt noch die letzten 25 Minuten mal ein bisschen reinzuhauen und dann sehen wir uns nochmal. Das ist nach langer Zeit mal wieder der Schwerge. Mal schauen, ob wir es diesmal schaffen. Sieht aber wieder knapp aus. Ich habe Screen Recorder jetzt nicht an, weil ich kann nicht mit im Kampf Screen Recorder machen. Es ist dreimal Galaxo, glaube ich. Es ist dreimal Galaxo. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ich hoffe doch, Mann, ich hoffe doch. Ja,
sieht aber bisher nicht so gut aus für uns. Vor allem, wir haben jetzt kein Schild mehr und das letzte Galaxo kann uns immer noch mit einem Schild treffen. Ich habe noch ein Drittel Galaxo, Despotas. Und er hat nur noch ein X-Bad. Oh, und ich mache Steinkante jetzt. Steinkante auf X-Bad. Ich schaffe es, Leute, ich schaffe es. Sehr nice, sehr nice. So. Jetzt müssen wir nur noch das Galaxo fangen. Fangen wir schnell hier noch alle Pokémon, die hier bei mir zu Hause spawnen. Dann schalte ich den Bildschirmrekorder für euch an. Denn es ist der nächste Tag. Fazit zum Rocket Event, zur Invasion. Ich war natürlich am Abend wieder live und habe euch gefragt, hey, wie fandet ihr das Event? Das machen wir meistens bei irgendwelchen Events, dann am Abend nochmal Revue passieren lassen und darüber quatschen. Ich zeige euch mal meine Statistik gleich. Ich persönlich fand das Event jetzt nicht so schlecht. Wetter war halt leidend, Alter, ich glaube, ich habe ein bisschen Husten bekommen. Aber Wetter war leidend, aber dafür kann der Entiger nichts. Event war okay, habe halt meine Rocket Reaper besiegt und das war's. So, Medaille. Stimmt jetzt nicht ganz, weil ich habe natürlich ein paar danach noch gemacht. Wir waren bei 21, glaube ich. Ich habe gerade bei den Screenshots geschaut. Die 40 hatten wir. 21, das ist übertrieben. 40 hatten wir. Und aufgehört habe ich bei 59. Die 4 habe ich jetzt danach noch gemacht. Also 19 Stück. War okay dafür, dass ich am Anfang im Bus gefangen war und da so die ersten 20 Minuten nichts. Also was heißt nichts? Ich habe schon welche gemacht, aber nicht zack, zack, zack hintereinander, so wie ich es gerne gehabt hätte. Dann schauen wir noch den Staub an. Da haben wir natürlich auch ein bisschen gemacht. Also wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so schlecht. Bisschen Staub gemacht jetzt. Mit Sternstück natürlich bringt das 750 anstatt 500. Ausbeute, Moment. Ich habe schon ein paar Sachen weggeschmissen. Ausbeute. Ein Galaxo, Patratini. Hydrobi war nice. Der ist relativ selten, so wie ich es mitbekommen habe. Shiny Panier natürlich von davor. Aber ansonsten, ja, genau das, was ich halt erwartet hatte. Einfach rumlaufen, ein paar Team Rocket Ripple besiegen, ein bisschen Staub kassieren, ein paar Shadow Pokémon kassieren. Mit dem Ball, natürlich nebenbei schön geklickert, Pokémon gefangen und Pokéstops gedreht. Also an sich fand ich das Event jetzt nicht schlecht. Kann gerne öfter kommen und die Stunde ist relativ schnell vorbeigegangen. Deswegen verstehe ich persönlich den Hate nicht. Also sehr viel Negativität, viele fanden das Event schlecht. Klar, die Ansage, das mit dem Countdown, das war enttäuschend, aber das Event an sich, nachdem man wusste, was es ist, ich weiß nicht, was die Leute erwartet hatten. Manche haben geschrieben, die sind extra in die Stadt gefahren und dann waren sie so enttäuscht. Klar, es gibt eine Menge Radfratz und Zubat, aber so ist es halt. Es gibt noch nicht viel Auswahl. Galaxo ist selten, Dratini ist auch relativ selten, Hydropi ist selten. Ja, weiß nicht. Ich fand's okay jetzt. Eure Meinung unten in die Kommentare. Wie fandet ihr die Rocket-Invasionsstunde? Für meinen Teil, für meinen Geschmack, können die gerne öfters kommen. Schlecht fand ich es jetzt nicht. Eine kleine Verbesserung, eine kleine Idee von mir. Zum Beispiel besondere Quests in der Stunde. Besiege 3 Rocket Grüppel, besiege 5 Rocket Grüppel, besiege 10 Rocket Grüppel. Und dann gibt es als Belohnung, keine Ahnung, Sternstaub oder Bären, silberne, goldene oder TMs oder Sonderbonbons, irgendwie sowas. Noch so eine kleine Extraaufgabe, um einen kleinen Anreiz zu geben, wieso man überhaupt so viele Rocket Grüppel besiegen sollte. Aber abgesehen davon, ja, war okay. Wie gesagt, hinterlasst eure Meinung zum Event. Und das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anavis ab, folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.